Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich den derzeit einzigen Money-Glitch, der noch funktioniert. Mit diesem Glitch könnt ihr euch voll aufgetunte Straßenfahrzeuge verdoppeln und diese dann verkaufen. Das Ganze funktioniert auf der PlayStation 4, auf der Xbox One und auch auf dem PC. Aber kommen wir nun einmal zu den Vorbereitungen für diesen Glitch. Als allererstes mal müsst ihr eine öffentliche Lobby finden, in der der ganze Glitch funktioniert. Testet den Glitch, den ich euch jetzt gleich zeige, einfach mal in der Lobby, in der ihr jetzt gerade seid, mit einem Straßenfahrzeug, wo ihr nur das Nummernschild verändert habt. Funktioniert der ganze Glitch in dieser Lobby, bleibt er ganz einfach hier in dieser Lobby drin. Und wenn der hier drinnen nicht geht, geht ihr ganz einfach hin und sucht euch eine neue. Bei mir ging der Glitch dann in der dritten Lobby, also irgendwie nach 5 Minuten Zeit investieren, konnte ich diesen Glitch schon machen. Als nächstes braucht ihr ein Straßenauto, welches ihr euch voll auftunt. Ich empfehle euch ein Buffalo, ein Buccaneer oder irgendwas in diese Richtung. Ich nehme in diesem Beispiel den Sultan. Wenn ihr jetzt so ein Auto gefunden habt, dann fahrt ihr mit diesem Auto nach Los Santos Custom und tunt das, wie gesagt, voll auf. Das Einzige, was ihr halt auf diesem Auto nicht machen dürft, ist eine Vollkaskoversicherung und einen Peilsender draufhauen. Abschließend braucht ihr noch die Hilfe von einem Freund und ihr braucht eine Job-Einladung auf eurem Handy von einem der NPCs, wie zum Beispiel von Simon Lester und so weiter. Seid ihr nun in einer öffentlichen Lobby, wo der ganze Glitch funktioniert und ihr habt ein Auto, welches ihr euch verdoppeln wollt, welches bereits voll aufgetunt ist, empfehle ich euch erstmal in den Passivmodus zu gehen, damit ihr Ruhe vor den anderen Spielern habt. Fahrt nun zu irgendeinem x-beliebigen Los Santos Custom und parkt euer Auto so in etwa, wie ich das hier im Video habe. Wichtig ist allerdings noch, dass das Tor vom Los Santos Custom offen ist. Öffnet nun euer Handy und geht in die Jobliste und dann geht ihr auf den NPC-Job und startet diesen dann ganz einfach aus dem Auto heraus. Seid ihr nun in diesem Jobmenü angekommen, verlasst ihr dieses ganz einfach wieder. Seid ihr nun gespawnt, kommt es jetzt echt auf das Timing an, denn wenn ihr an dieser Stelle zu langsam seid, klappt der ganze Glitch nicht. Rennt zu eurem Auto, steigt ein und fahrt direkt ins Los Santos Custom. Spammt am besten schon beim Rennen die R2-Taste, um Gas zu geben. Seid ihr nun im Los Santos Custom angekommen, müsst ihr jetzt einmal die Farbe des Autos verändern. Ich empfehle euch, irgendetwas in der Kategorie klassisch zu nehmen, da hier die Farben einfach am billigsten sind. Habt ihr das Ganze jetzt gemacht, verlasst ihr ganz einfach wieder das Los Santos Custom. Wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, werdet ihr merken, dass draußen bei euch in der Nähe nun ein verdoppeltes Auto steht. Sagt eurem Freund nun Bescheid, dass er zu euch in euer Auto reinkommen soll, um jetzt mal eben kurz auf das Auto aufzupassen. Ihr steigt jetzt aus und steigt ganz einfach in das andere Auto ein und fahrt mit diesem ebenfalls ins Los Santos Custom. Hier müsst ihr jetzt nur noch einen Peilsender und eine Vollkaskoversicherung auf das Auto drauf machen und ihr seid schon mit dem ersten Auto fertig. Fahrt das Auto jetzt in eure Garage und nehmt danach wieder das Auto von eurem Freund, wo der gerade noch drinne ist, und macht den Glitch einfach wieder von vorne. Leider bypasst dieser Glitch nicht die 45 Minuten Wartezeit, aber dennoch besser als gar kein Money-Glitch. Aber nun gut, Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich an dieser Stelle übelst freuen, wenn ihr den Like-Button mal wieder so richtig verprügeln würdet. Schaffen wir auf diesem Video mal wieder die 400 Likes. Ich denke mal schon, da ihr in letzter Zeit mal wieder so verdammt aktiv seid. Aber nun gut, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.